Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch, oder guten Abend, oder guten Morgen, wann auch immer ich das Video hochlade oder ihr es schaut. Zur Pokémon Gold Nuzlocke, ich bin's, euer Gebirges, und wir werden uns heute in Azalea City ein wenig umschauen und dort wahrscheinlich dann gleich Team Rocket angehen zum ersten Mal in dem Spiel. Ja, Spoiler, haha. Aber bevor wir das machen, kurzes Team-Recap, eine kurze Übersicht. Auf Position 1 steht momentan Fenser, unser Knofenser, was wir in der Arena ja nicht verwenden werden überhaupt. Mit Rankenhieb, Wachstum, Wickel und der Wundersaat. Sophia, unser Visor, was erstaunlicherweise extrem langsam ist. Mit Sternschauer, ein Igler und Tackle. Kiesel, unser Kleinstein, Level 13 mit dem Ewigstein. Den müssen wir bald mal runternehmen, damit sich entwickeln kann. Steinwurf, Lehmschelle, zwei Step-Attacken, passt. Ein Igler und Tackle. Und das Lustige war schneller als. Es ist schneller als Sophia. Das ist gruselig. Sehr, sehr gruselig. Und Nominax, unser Igelava. Mit Glut, Tackle, Rauchwolke und Silberblick. Bei Nominax, da kam in den Kommentaren auf: Oh, da ist auch dieser eine komische Panda in WoW, der. Essen zubereitet und alles verbrennt, was er sieht. Ja, es ist mir im Nachhinein auch aufgefallen, dass ich ihn so genannt habe. Na, passiert, ne? Passiert. Dann haben wir noch das Ei dabei, das mysteriöse Rätselei. Der bewegt sich schon manchmal, es könnte bald schlüpfen. Ja, dauert nur ein bisschen. Und wir haben Kiez dabei, als momentaner Placeholder. Gut, aber bevor wir heute aufbrechen zu den Team Rocket TVs, gehen wir kurz in den Wald. Und zwar in den Steineichenwald. Und wir haben momentan Nacht, das heißt, wir könnten eventuell Glück haben, um ein bestimmtes Pokémon zu fangen. Beziehungsweise, nein. Oh, nein. nein. Ich mache es komplett anders. Ich lasse den Wald offen und ich werde mir auch Schutz kaufen für den Wald. Denn im Wald gibt es ja eine Besonderheit. Und die will ich mitnehmen, sobald wir hinkommen. Oh ja, die werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Aber wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen mal einkaufen gehen. Ganz schnell. Und zwar haben wir ein bisschen Geld. Wir können uns die Holzkohle kaufen, theoretisch, irgendwann mal. Für Feuerattacken. Wäre cool. Ich will unbedingt Holzkohle haben. Hüsterchen. Nicht, weil ich husten muss, sondern weil ich gerade was im Hals habe. Hab gerade noch ein bisschen. Na, wie heißt das? Blätterteig gegessen. Und das ist bekanntermaßen ein bisschen nicht so geil für den Hals irgendwo. Wir brauchen Pokebälle. Ich will 10 Stück haben. Sicherheit geht vor, ne? Ihr wisst schon. Denn wenn wir was finden sollten, was wir kaufen, was wir fangen möchten, nicht kaufen möchten, kaufen wir ja doof, dann. Bitter? What? Wie bitter? What? Dann wäre es doof, wenn wir es nicht fangen könnten, aber. What? Wieso ist das. Warum ist der Supertrank bitter? Das ist ein Spray. Ein Supertrank ist ein Spray. Wie kann das bitter sein? Okay. Dann lass es mal lieber. Das. What? Nö. Einfach nur nö. Gut. Dieser Typ hier vorne. Er ist so auffällig in Rot gekleidet. Ich bin heute nicht auf der Höhe. In Schwarz gekleidet. Wir sind rot gekleidet. Wir sind total auffällig. Ich weiß. Obwohl wir eigentlich Gold sein sollten. Aber na gut. Na du. Es ist sehr gefährlich, hineinzugehen. Deshalb stehe ich hier Wache. Bin ich nicht ein barmherziger Samariter? Ja. Der Fleckmannbrunnen ist auch bekannt als der Regenmacher, als die Regenmacherquelle. Die Leute hier glauben, dass das Gähnen eines Fleckmanns Regen erzeugt. Laut den Aufzeichnungen soll das Gähnen eines Fleckmanns vor 400 Jahren eine Dürre beendet haben. Da war also hier ein Graudon unterwegs mit einer Dürre und da kam dann ein. Ja, ein Fleckmann und hat Regentanz eingesetzt. Auch nicht schlecht. Gut, viele haben sich mal gefragt, ey, was muss man machen, Bäumchen stellen. Ein Obstbaum, eine Aprikoko Weiß. Oder WSS. Ach ja, ich mag es einfach aufzunehmen, irgendwo abends rum. Ist angenehmer als tagsüber, ganz ehrlich. Hallo. Wer bist du? Gebeut, was? Du willst, dass ich ein paar Bälle mache? Verzeih, aber das muss warten. Kennst du das Team Rocket? Egal. Ich erzähl dir ohnehin darüber. Sag nicht, man kann nicht nein oder ja sagen, das ist nicht gut. Ja?
Wenn man Nein oder Ja sagt in moderneren Pokémon-Spielen, heißt immer so, schön alternativlose Antwort, ich erzähle es trotzdem. Doof. Team Rocket ist eine üble Bande, die Pokémon für ihre Zwecke einsetzt. Man sagt, dass sie sich vor 3 Jahren aufgelöst haben. Aber jetzt sind sie am Brunnen und schneiden die Ruten von Fleckmons ab. Um sie zu verkaufen. Also werde ich ihnen eine Lektion erteilen. Halte durch, Fleckmons, der alte Kurt ist auf dem Weg. Er hat gerade die Musik mitgenommen. Böse Mann. Na du? Großvater ist fort. Ich fühle mich so einsam. Oh. Großvater, komm zurück. Großvater Kurt. Komm bitte zurück. Oh Mann. Da. Dam, bam, bam, bam. Ich wollte Sophia nach vorne packen. Braucht ein bisschen Training. Muss ein bisschen hinterhergezogen werden. Und dann gehen wir in den Fleckmann-Brunnen. Oh ja, die Musik hier ist so super, so super geil. Dam, 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 dam. Ich hör schon auf. Hallo, Gebold. Die Wache ganz oben ist weggelaufen, als ich sie anschrie. Aber dann bin ich in den Brunnen gefallen. Ich bin so hart auf meinem Rücken gelandet, dass ich mich nicht mehr bewegen kann. Mist, wenn ich fit wäre, würden sie meine Pokémon bestrafen. Was mögen meine Pokémon sie bestrafen? Was? Okay. Ah, mir ist nicht zu helfen. Gebold, zeig ihnen, wie mutig du bist. Tu es für mich. Nicht für die Fleckmon? Okay. Ja, der Fleckmon-Brunnen. Einer der coolsten Orte eigentlich für einen Dungeon irgendwo, ja? Ein Brunnen. Bam, 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 Team Rocket. Bam, 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 Team Rocket. Bam, bam, bam. Bam. Ganz ehrlich, ich mag die Musik der zweiten Gen, ja, die ist so gut. Bam, badam, bam, badam. Mist, als ich oben Wache stand, kam so ein Verrückter vorbei und hat mich angeschrien. Ich bin so erschrocken, dass ich hier runtergefallen bin. Ich glaube, ich lasse meine Wut an dir aus. Ich bin runtergefallen, als er mich anschrie. Just a prank. Ach Gott, der Rüpel. Setzt Radfraß in den Kampf ein. Oh, wow, Sophia ist höher als das Radfratz vom Level? Wie denn das? Okay, Sternschauer. Alle Leute, die damals die zweite Gen gespielt haben, die lieben die zweite Gen. Die lieben sie... What the hell? Die lieben sie abgöttisch, weil die zweite Gen ist einfach so gut. Musik, Story... die Charaktere hier drin. Also Trainer und... Gegner, Kurt, einfach alle Trainer und alle Personen im Spiel sind richtig, richtig gut dargestellt. Ich weiß nicht, also... Ja. Gen 2 für mich ist ein Highlight einfach gewesen, damals schon. Es ist schwer zu toppen irgendwo. Level 11. Ruckzuckieb. Oh yeah. Hat er nicht 2 Pokémon gehabt? Achso, ich habe den Ball schon umgemacht. Ah, heute ist nicht mein Tag. Ja, was soll ich denn sagen, Mann? Mein Tag ist es auch nicht gewesen. Nicht krank, aber ich war total übertrieben erschöpft und lag im Bett und konnte nichts machen. Das war doof. Klar haben wir den Fleckmons die Routen abgetrennt und dann verkauft. Wir wollten nur Profit machen. Genau, wir sind Team Rocket. Und für Geld machen wir alles. Du bist ja sehr offen. Hm, hab ich total vergessen gehabt. Besonderheit bei Team Rocket in 2. Gen. Yay. Sie haben weibliche Rüpel. Ja. Und die sehen gar nicht mehr so doof aus. Cool. Aber ich brauche unbedingt neue Tränke. Bam, 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 bam. Wir sollen aufhören, den Fleckmann ihre Routen abzutrennen? Ja, versuche uns alle zu besiegen. Was eine Antwort. Oder eine Weiterführung. Dummerweise, anders als in Remakes, sieht jede weibliche Rüpel... Also weibliche Rüpel, ne? Weibliche Rüpel. Alle aus wie Cassidy. Also die aus dem Anime, die Cassidy. Nur halt nicht mit orangenen Haaren, sondern mit roten Haaren. Ist ein interessanter Fakt. Okay, sie hat nicht orange, jetzt so komische blond-orange Haare. Das war so ganz komisch dargestellt immer. Ein Zubat! Oh, come on! Wirklich?
Ich hatte mal nachgeschaut wegen Zubat bzw. X-Bat. Und das einzig Gute, was X-Bat kann, ist Flügelschlag als Step-Attacke. Doof. An Giftattacken lernt es überhaupt gar nichts. Das kann keine Giftattacke. Bis zur dritten Gen. Mit Giftzahn. Aua. Aua. Es ist schon ein Mysterium irgendwo. Sehr, sehr skurril, muss man sagen. Es ist sehr, sehr skurril. Dass Pokémon teilweise keine Attacke des eigenen Typens beherrschen kann. Es ist sehr, sehr traurig auch ein bisschen. Ruckzuckieb. Zack. Ninja. Finish. Finde ich gut. Yeah. Und ein Rettern. Rettern dürfte auch so in dem Fall gelegen sein. Ich glaube aber, es kann Giftstachel mir hier alles täuscht. Und verfehlt ein Silberblick. Silberblick. Bom. Bom, badam, bom. Ah, es kann Giftstachel, genau. Wo ich mir immer noch erhoffe, dass Giftstachel irgendwann mal bald geändert wird in den neueren Generationen. Wo gesagt wird, hey, Giftstachel wird so funktionieren wie Wangruppler. Wangruppler wird... Oh, vergiftet. Oh, nö. Oh, nö, nö. Wangruppler, für die es nicht kennen. Spezialattacke von allen Elektro-Pokémon mit so Wangen. Mit so, ne, Pikachu-artig Wangen. Macht 20 Schaden und paralysiert auf jeden Fall. Giftstachel ist ähnlich eigentlich. Es ist ein Giftstachel, der, wenn er trifft, eigentlich vergiften sollte. Finde ich. Macht ihn 20 Schaden und macht, dass er auf jeden Fall Gift raushaut. Ich würde es spielen. Lieber als Toxin sogar. Du, vorlautes Balk. Hey, ich bin ein Balk. Ein Blasebalk, bam, badam, badam, bam. Gegen Gift hier, bitteschön. Sophia, nein. Sei nicht vergiftet. Gift ist sehr, sehr gefährlich. Und da unten sieht man Fleckmon. Ich bin gut gelaunt. Da unten sieht man Fleckmon. Gift ist sehr gefährlich aus dem Grund, weil Gift-Pokémon besiegt, auch außerhalb eines Kampfes, wenn man läuft. Also wirklich umhaut. Haben sie später geändert, dass es nur noch auf eine KP bleibt. Und danach geändert, dass es gar keinen Schaden mehr anrichtet. Ich finde es irgendwo sinniger, dass wenn das Pokémon vergiftet ist, man rumläuft damit, dass es Schaden bekommt. Dass es die Vergiftung überstehen kann, prozentual würde ich auch bevorzugen irgendwo. Aber nicht auf jeden Fall. Und dass es gar keinen Schaden bekommt, ist sowieso unlogisch irgendwo. So. Weiterer Trank? Ne, wir wechseln einfach aus gleich. Hallo. Bam, bam. Wir sollen aufhören, den Fleckmon ihre Routen abzutrennen. Wenn wir auf dich hören würden, wäre der Ruf von Team Rocket ruiniert. Oh. Hör auf, ihre Routen abzutrennen, du gemeiner Mann. Radfratz, Level 7. ich muss mich eigentlich heilen. Ich hätte mich heilen sollen. Egal. Kiesel, komm ran. Hau es weg, das Ding. Jo. Ich weiß nicht, ob ich schon eine Frage der Folge irgendwo eingeblendet habe. Ich hoffe mal. Irgendwo ein bisschen früher. Habe ich im letzten Part irgendwo nicht mehr ganz im Kopf gehabt, wo ich die Frage der Folge gestellt hatte. Oh, das ist ein One-Shot. Nice. Deswegen habe ich irgendwo die Frage der Folge irgendwo reingeknallt. Aber in diesem Part hier, ich werde es wahrscheinlich irgendwo, keine Ahnung, wo habe ich es reingepackt. Relativ früh am Anfang. Oder jetzt gleich nach dem Kampf, werde ich reingepackt haben. Die Frage der Folge dieser Folge wird wahrscheinlich lauten, irgendwas in dem Bereich von wegen, irgendwas in Richtung Mysterien, Pokémon-Mysterien. Oder Geschichten halt, Pokémon-Geschichten, mythologisches Zeug, irgend sowas in der Richtung. Komm schon. Tschüss, Zubat. Und Kiesel wird auch dieses Mal in der Arena ein ziemlich, ziemlich gutes Pokémon sein. Das kann nämlich alles da one-shotten. Alles. Ausnahmslos. Richtig krank, deswegen. Du bist zu stark. Das weiß ich ja leider schon. Dam, badam, badadam. Ich muss mal kurz was sagen. Der Unterschied zwischen
dem Bild, was ich auf dem Bildschirm sehe, auf dem 3DS, und das Bild, was ich auf dem Monitor sehe, vom 3DS übertragen, ist ein bisschen anders. Also, die Farben sind ein bisschen anders. Während auf dem 3DS der ganze Boden so ein, ja, so einen extremen Blauschimmer hat. Ich weiß nicht warum, das sieht aber ziemlich cool aus. Hat's oben auf dem Monitor einen etwas roten Stich. Also ist ein bisschen rötlicher. Ich find's ganz interessant, das eigentlich ein bisschen bläulicher zu sehen. Ein Phlegma mit abgetrennter Rute. Huch, es trägt einen Brief. Brief lesen? Klar. Gebold liest den Brief. Sei so lieb und kümmere dich bitte um Opa und das Phlegma. Danke, Papa. Oh, so traurig. Ein Phlegma mit abgetrennter Rute. Es trägt keinen Brief. Oh, traurig. So. Ah, egal. Was willst du? Wenn du uns bei der Arbeit störst, gibt es für dich keine Gnade. Hier sehen wir ein Beispiel eines Trainers, der im Remake nicht mehr vorhanden war, beziehungsweise ersetzt worden ist. Haha. Er hat einen Smogon im Team. Im Remake haben sie es nämlich so gemacht, dass dieser Typ hier ersetzt worden ist durch einen Admin. Einen Team Rocket Admin. Von dem es, glaube ich, hier im Spiel insgesamt nur, glaube ich, ein oder zwei gibt. Großartig. Smog. Smog wäre auch eine Attacke, die eigentlich so 100% vergiften sollte. Er wurde einfach ersetzt durch einen Admin, er wurde transformiert in einen Admin. Der bei Frauen ziemlich gut ankommt anscheinend. Ja, so doof es klingt. Nebenbei, Smog hat den Sound bekommen von Surfer und so weiter aus der ersten Gen. Ist ein ziemlich cooler Sound, dieses drup, drup, drup. Ich mochte ihn immer. Der war immer schön anzuschauen. Wow. Hauptsache, das trifft immer. Du blödes Smogon, du. Stirb. Das gibt's doch gar nicht, Alter. Stirb. Sagte, geh sterben. Du Schuft. Bye, bye. Yeah. Level 12 für Sophia. Und Level 14 für Kiesel. Sieht gar nicht schlecht aus. Du hast dich heute wacker geschlagen, Kleiner. Wir sehen uns. Yeah. 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 Alright. Let's go. Yeah. Team Rocket wurde vor 3 Jahren zerschlagen. Aber wir haben unsere Arbeit im Untergrund fortgesetzt. Nun kannst du zusehen, wie wir für Unruhe sorgen. Weiter so gebollt. Team Rocket ist abgehauen. Meinem Rücken geht's auch schon besser. Lass uns gehen. Instant Teleport. Momentane Teleportation. Wohin? Zu kleinen. Yeah. Habt ihr gemerkt, wie viele Phlegmon es waren? 2. Oh. Hi, gebollt. Hey, du sagst Hi zu mir, das ist interessant. Nicht hallo? Hi, gebollt. Du hast dich am Brunnen wie ein wahrer Held benommen. Ich mag deinen Stil. Es wäre mir eine Ehre, für einen Trainer wie dich Bälle anzufertigen. Das ist alles, was ich habe, aber bitte nimm es. Der Köderball. Ich mache Bälle aus Aprikokos, pflücke sie von Bäumen und bring sie zu mir. Ich fertige daraus Bälle an. Hast du eine Aprikoko für mich? Schön, ich werde einen Ball daraus machen. Aprikoko weiß. Ich werde einen Tag brauchen, um einen Ball zu machen. Komm später wieder. Wieder. Oh, Annette ruft an. Guten Abend, Gebold. Hier ist Annette. Warst du noch auf? Vergiss dein Pokémon. Ich halte mein Nidoran-Weibchen in Topform, aber in... Was? Indem ich regelmäßig Pokémon-Center besuche. Das musst du hören. Vorgestern habe ich gegen ein Voltilam gekämpft. Es war einfach. Ich war aufgrund der Elementklasse im Vorteil. Laber kein Mist, was Elementklasse? What?
What? Gift? Elektro. Wenn dein Ding sich entwickeln würde zum Nidoqueen, klar. Aber so? Nö. Ihr habt beide eine Schwäche gegen Boden, das wisst ihr, ne? Bye bye. What? What? Das Fleckmon, das mir mein Vater gab, ist auch wieder da. Auch seine Route wächst wieder nach. Ja, Fleckmon, deren Route abgetrennt worden ist, wächst einfach nach. Das ist ganz normal. Glückskanal. Yeah. Wie geht es euch nun? Geht es gut, oder? Geht es nicht. Die Glückszahl-Show ist immer Pflicht. Die Glückszahl ist 40154. Ich wiederhole, die Glückszahl ist 40154. Oh, ja. Gewonnen? Kommt zum Radioturm. Yeah. Radios. Ich liebe die Radios in dem Spiel. 45. Wir haben eine Zahl. Eine Zahl haben wir. Yay. Heißt, wir müssen auch noch Ducati, aber ich glaube, das schaffen wir nicht. Blöd. Blöd, blöd. Blöd, blöd. So, wie viele Flecken waren im Brunnen? 2. Wie viele haben wir gesehen? Schon 3. Wo kommen sie bloß her? Keiner weiß es. Aber. Wir werden noch einmal ganz fix in den Tunnel gehen. Oder in die Höhle, ja. Denn wir haben noch keinen Encounter in der Höhle. 4. 4 kleine Fleckmon. Yay. Denn dieser Ort kann Pokémon enthalten, wenn man lang genug sucht. Teilweise tauchen die sofort auf und in großen Massen, aber teilweise muss man echt lange suchen. Die Dinger sind teilweise ein bisschen komisch. Komm schon. Komm schon. Aha. Es ist ein wildes Zubat. Yay, es hat sogar ein Loch in dem Flügel. Oh nö. Es ist Level 5. Ich kann es nicht schwächen. Zubat! Yay! Komm in mein Team! 1, 2, 3, 4. Es ist ein männliches Zubat und ich habe den perfekten Namen dafür. Einen Namen, der jedes meines Zubat bekommt. Immer und überall. Im Flug sendet es ständig Schallwellen aus, um ein genaues Bild der Umgebung zu erhalten. Ja? Und meine... Boah, dieser Sprite, alter Heilige. Happy Halloween. Yay! Und der Name, den es bekommt, ist... Jaber. Haben alle meine Zubats irgendwo den Namen? Kommt aus... Ich glaube, Pokémon Gelb war das schon. Oder... Bisschen später. Relativ früh sogar in meiner Karriere irgendwo. Aber der Name ist ein Standard. Ich weiß nicht warum, aber er ist da. Haha. Gut. Ja, Fleckmon Brunnen ist hinter uns. War jetzt nicht allzu schwer. Haben ein bisschen trainiert. Ist auch gut. Was wir jetzt noch machen könnten, wäre vielleicht ein bisschen gefährlicher für uns, aber... Ja, ne... Ich leg mal Kiez ab. Und nehme mit. Jaber. Wir brauchen den Flugtypen unbedingt im Team. Unbedingt. Unbedingt, sagte ich. Aber bevor wir überhaupt weitergehen, ich muss mal kurz ins... Oh, ich muss mal kurz heilen. Habe ich geheilt? Ich weiß nicht, habe ich geheilt? Ah, bin noch ein bisschen komisch drauf. Nee, aber... Genau, ich wollte Schutz suchen. Ha. Ich wollte schauen wegen Schutz. Habt ihr Schutz? Ja, ihr habt Schutz. Sehr schön. Ach ja, und wir müssen auf jeden Fall Tränke kaufen. Und zwar werden wir super Tränke kaufen, auch wenn die bitter sind. So doof es ist. 4 Stück sollten reichen. Und von Tränken kaufen wir auch nochmal 4 Stück. Huiuiui. Huiuiui. Da 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 da. Ba, ba, de, do. So. Es sind so 5 Fleckmon. Gern. So, im nächsten Part gehen wir in die Arena.
Wir konnten die Arena noch nicht betreten, da stand ein Rocket-Rüpel vor. Blöd, passiert. Aber es wird ein reinster Sweep werden von unserem kleinen Kieselschirm. Ein kleiner Sweep. Alternativ könnte ich sagen, Nominax sollte an die Front. Wäre eigentlich besser sogar. Wäre vielleicht sogar besser, Tatsache. Aber mit Kiesel können wir eine ordentliche Partie anzetteln und das wird ordentlich geil werden im nächsten Part. Dementsprechend, Leute, ich bin raus im Moment. Ich danke fürs Zuschauen und vergesst die Frage der Folge nicht. Ich blende sie morgens so ein. Zack, da unten ist sie. Papa, da unten. Ho. Ja, die Frage der Folge. Was war die Frage der Folge noch gleich? Irgendwas mit Theologisches, habe ich gesagt, ne? Irgendwas, was in Richtung den Sagen von Pokémon geht, von wegen, das am Tor steht zum Fleckmannbrunnen. Von wegen 400 Jahre ist es her, hat ein Fleckmann gegähnt und eine große Dürre beendet, da es angefangen hat zu regnen. Finde ich cool. Finde ich sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Aber Leute, ich bin raus an der Stelle. Ich weiß, wir haben heute nicht allzu viel geschafft in der langen Zeit, die ich gebraucht habe, aber es war irgendwo lustig. Es war irgendwo lustig. Ah gut, haut's rein. Bis dahin. Ciao, ciao.